Moin Leute, es ist wieder Zeit für Frag Mr. Trix XL. Kurz vorweg, bevor ich anfange, habe ich noch ein klitzekleines Anliegen. Und zwar war ich gerade am Fragen raussuchen für dieses Video hier und habe mir dann so gedacht, es wäre eigentlich ziemlich cool, euch jetzt über Social Media Fragen zu stellen und dann die Fragen, die ihr explizit für dieses Video gestellt habt, zu beantworten. Aber die Sache ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich am allerschnellsten, am allerbesten die meisten von euch erreichen soll. Deswegen hinterlasst mir bitte eben kurz einen Kommentar, welche Social Media Plattform ihr am meisten benutzt. Ich habe eine Facebook-Seite, ich habe ein Twitter-Profil, auf dem ich aber nur ganz selten vorbeischaue. Ich habe Instagram. Außerdem habe ich überlegt, mir noch einen Mr. Trix XXL Skype-Account anzulegen. Dann können wir auch mal so ein bisschen quatschen und das eventuell sogar für ein witziges Video verwenden. Das sind aber jetzt alles nur Ideen. Auf jeden Fall habe ich all diese Accounts und würde euch bitten, mir doch zu sagen, was ihr für euch von mir wünschen würdet, was ich am meisten für Mr. Trix XXL benutzen soll, damit ich am besten Kontakt zu euch aufnehmen kann. Dankeschön und jetzt viel Spaß beim Video. LPTogether58 sagt, ich mag dein Gelaber. Ah, dankeschön. Jetzt werde ich nie wieder aufhören zu labern. Nico Bonn fragt, hey Leon, wie geht es dir? Ich heiße zwar Matthias, aber gut. Sandra Wilkens fragt, bist du eigentlich bei den Video Days 2015 dabei? Das ist eine gute Frage. Bin ich dieses Jahr leider nicht. Aber jetzt, wo du fragst, wäre es doch eine Überlegung wert. Ich frage euch einfach mal, sollte ich das in Erwägung ziehen, bei den Video Days 2016 nächstes Jahr irgendwie in irgendeiner Form zu erscheinen? Lasst es mich wissen. Invexpa schreibt, Hacker, man kann nicht 108 Likes haben. Doch. Okay, sorry, das ist jetzt natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich will mich gar nicht über dich lustig machen. Das war ein ernstgemeinter Kommentar. Wegen dem Problem, das ich gerade mit meinem Contest habe, dass Leute ihren Beitrag tausende von Freunden teilen und im Prinzip nicht der Beste gewinnt, sondern der, der am meisten die Werbetrommel rühren kann. Ich habe mir dazu aber schon eine Lösung überlegt. Werdet ihr im entsprechenden Video sehen, das gehört hier jetzt gar nicht hin. Tommy S. fragt, mit welchem Programm schneidest du deine Videos? Sony Vegas. Und bevor ihr fragt, ja, Sony Vegas kostet Geld, ist auch ein bisschen teurer. Aber wenn ihr euch nicht unbedingt die neueste Version holt, sondern eine ältere Version, mit denen man auch super arbeiten kann, dann wird das auch schon wieder billiger. Ein User, dessen Namen ich jetzt besser nicht sage, weil sonst könnten Hate-Kommentare kommen, hat gesagt, Mr. Trix XL, durch dich habe ich mit dem Zaubern angefangen und ich habe nun mein erstes Video rausgebracht. Wäre cool, wenn du mir konstruktive Kritik hinterlassen könntest. Danke. Dachte ich mir so, ja, cool, schaue ich mal bei dem vorbei. Hab mir das Video angeguckt, Kritik hinterlassen, alles cool. Dachte so, boah, ich habe jemanden tatsächlich zum Zaubern inspiriert. Wie cool ist das denn? Dachte ich so, boah, den checke ich jetzt aus. Gehe so auf seine Google Plus Seite und sehe da derselbe Kommentar unter einem anderen YouTuber. Hey, ich habe vor kurzem durch dich mit der Zauberei angefangen. Ey Mann, ich hab mich so besonders gefühlt. Verräter. Was tut man nicht alles für so ein paar Klicks, ne? Aber falls du das ehrlich gemeint hast und es gibt einfach mehrere Leute, die dich zum Zaubern inspiriert haben, ich will jetzt keine Partei ergreifen und niemanden verurteilen, dann Dankeschön. Es freut mich sehr, dass ich dich inspiriert habe und es freut mich riesig, wenn ich auch andere Leute da draußen inspiriere. Das gibt mir einfach wirklich ein hammercooles Gefühl. Aber falls du das nur kopiert und eingefügt hast bei mehreren verschiedenen YouTubern, um Klicks zu kassieren, schäm dich, denn du hast mit meinen Gefühlen gespielt. Leostar1 schreibt, ich habe mal eine Frage. Kannst du mal die Flammenteleportation erklären? Naja, die geht ganz einfach. Einfach so. Ich habe Hax gefragt, was für ein Deck benutzt du? Ich benutze aktuell eigentlich immer Bicycle Standard Decks in Blau und Rot. Carina H. fragt, hä, wie wird dein Name denn jetzt richtig ausgesprochen? Ich habe mich nur ein bisschen spaßeshalber drüber lustig gemacht. War natürlich nur Spaß, wie viele verschiedene Arten, meinen Namen auszusprechen, bei euren Contest-Videos aufgetaucht sind. Ich selber würde mich jetzt Mr. Trix XL nennen. Trix von Trix eben und XL im Sinne von haufenweise Trix, also Trix XL. Ist einfach nur zusammengepackt. Und das Mr., weil der Name Trix XL schon vergeben war? Also Mr. Trix XL. Aber Mr. Trix XL ist ja im Prinzip genauso richtig, nur dass sie es dann Englisch ausspricht. Aber egal. Magic Mantis fragt, hi Mr. Trix XL, ich habe da mal eine Frage. Wie gehst du mit Hatern um? Sehr gute Frage. So leid es mir tut, aber darauf gibt es leider eine Antwort, die jeder kennt und die jeden eigentlich nervt, aber es ist wirklich das Einzige, was am besten funktioniert. Einfach ignorieren. Don't feed the trolls. Wenn jemand deine Videos hatet, und das wird es auf YouTube immer geben und das wird niemals aufhören, dann müsst ihr das einfach ignorieren. Und nach einer Woche hat derjenige dein Video wahrscheinlich sowieso vergessen. Aber ich selber muss sagen, es macht ab und zu auch echt Spaß. Hatern zurückzuschreiben und einfach mit in den Hate einzusteigen und sich mit lustig zu machen. Das macht einfach saumäßig Spaß. Aber wenn du sie loswerden willst, einfach ignorieren. Mir ist das mittlerweile einfach absolut völlig egal, wenn irgendwer irgendwas Negatives über mich schreibt. Wichtig ist mir eure Kritik und was ihr sonst noch zu sagen habt. Weil ich mich wirklich bemühe, voll und ganz auf euch, auf meine Community einzugehen und die Hater gehören einfach nicht dazu. Leostar1 fragt, cool, aber ich habe eine Frage. Machst du Flourishes? Habe ich mich jetzt eigentlich nie wirklich für interessiert, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der so übelst krass so mit Karten so... Sondern mein Ziel ist es, Leute zu unterhalten, indem ich coole Tricks mache und die damit verblüffe. Dieses ganze Bum, 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 Bum. Es wirkt natürlich mega gut, wenn man gut mit Karten umgehen kann. In dem Sinne, wenn man es in einen Trick gut einbaut, ist es eine coole Sache. Aber an sich finde ich es nur für mich persönlich. Ich will dich auf keinen Fall davon abhalten. Macht eure Flourishes, finde ich richtig cool. Ist auch saucool anzusehen. Aber für mich persönlich, finde ich, ist das einfach zu viel Zeitverschwendung. Stunden über Stunden dafür zu üben. Und davon hat man im Prinzip nichts, außer dass es dann cool aussieht. Aber wie gesagt, wenn ihr Spaß an der Sache habt, bitte weitermachen. Lukas Gößler schreibt, richtig cool. U001F44D. Okay, das ist ein Insider, Alter.
Also, falls du jetzt nicht verstehst, warum das hier eigentlich ziemlich witzig ist, guck dir einfach mein letztes Frag Mr. TrickSXL Video an. Aber das bedeutet, du bist nicht treuer Mr. TrickSXL Fan. Schande über dein Haupt. Fußballsachen schreibt, ohne Spaß, du bist einfach ein King. Deine Performance ist mega, deine Schnitte sind mega, alles episch nice, mach weiter so. Wenn ihr wüsstet, wie ich da gerade aussah, als ich das aufgenommen habe. Ohne Spaß, du bist einfach ein King. Dankeschön, genau solche Kommentare sind es, die mich Tag für Tag immer wieder motivieren, weiterzumachen, die dafür sorgen, dass ich auch übrigens Bock habe, einfach eure Kommentare zurückzukommentieren, die mir einfach das Gefühl geben, wir sind eine richtig coole Community. Das muss ich echt mal sagen, ihr seid einfach eine Hammergemeinschaft. Hat man beispielsweise an euren Contest-Beiträgen gesehen, ihr habt euch alle gegenseitig kommentiert, gegenseitig euch gepusht und dann kamen Kommentare wie, ey, ich habe dich bei Mr. TrickSXL gesehen, schaust du den etwa auch? Finde ich einfach nur mega cool. Also wenn du mich als King bezeichnen willst, okay, aber dann bin ich der König über euch alle und ihr seid alle meine Untertanen. Nein, ich weiß, ich sehe uns natürlich alle eher als Demokratie. Aber mich interessiert trotzdem, wie ich aussehen würde. Kali199LP fragt, Achtung, jetzt folgt eine dumme Frage. Darf man hier haten? Was ist das für eine Frage? Nö, darf man nicht. Wer liest denn schon gerne Hate-Kommentare? Und wenn du schon höflich genug bist zu fragen, ob man hier haten darf, warum solltest du dann haten wollen? Matthias Hellwig, ey, cooler Vorname, schreibt, cool, du antwortest. Manche YouTuber antworten nie. Tja, entweder man hat's oder man hat's nicht. Nicht jeder ist so ein King wie ich. Nee, aber Spaß beiseite. Ich find's richtig wichtig, euch zu antworten und ich lerne ja daraus und das macht einfach mega viel Spaß. Wenn man im Bus sitzt und nichts zu tun hat und dann einfach eure ganzen Kommentare lesen und beantworten, das ist das Beste an meinem Tag. Street Magic BRZ, liebe Grüße an dieser Stelle, schreibt, Horizont erweitern, Zwinker-Smiley. Ja, Bruder, ich weiß genau, was du meinst. Aber wenn das Huhn ein Ei legt und aus dem Ei schlüpft ein Huhn, was ist da mit der Kartoffel? Luca Pepper fragt, hey, wie geht der Trick in deinem Intro, wo du die Karten in der Hand auftauchen lässt? Würde mich über ein Erklärungsvideo freuen. Du meinst wahrscheinlich den hier? Und ja, wieso nicht? Den erkläre ich euch einfach irgendwann mal. Je nachdem, wie heiß ihr darauf seid. Ihr könnt's mich ja in den Kommentaren wissen lassen. Tommy S. fragt, wann kommen deine Videos am Sonntag immer online? Also welche Uhrzeit? Normalerweise, das ist jetzt der Regelfall, bereite ich Videos immer schon ein, zwei Tage vorher vor, sodass sie dann am Sonntag um 13.30 Uhr online gehen. Wenn es jetzt aber passiert, dass ich absolut total Stress habe und das Video am Sonntag erstmal fertig schneiden muss, dann kann es, je nachdem wie schnell mein Internet ist, auch bis zum Abend 18, 19 Uhr dauern. Also wenn ein Video von mir an einem Sonntag nicht um 13.30 Uhr online ist, schaltet um 18 Uhr nochmal ein und wenn dann nicht, dann spätestens um 19 Uhr. Also 19 Uhr auf jeden Fall. Findet ihr die Uhrzeit so cool? Lasst es mich bitte wissen, ist mir halt wichtig. Ihr seht, das hier ist ein ganz vieles so hin und her und Frage-Antwort und ich frage euch auch. Ich brauche halt eure Hilfe, um mich am besten an euch anzupassen, deswegen müssen wir halt ein bisschen kooperieren. Jendrik Döscher schreibt, bitze, bitze, bum, bum. Danke, gebe ich gern zurück. Sollte ich einen Remix von machen? Nochmal Magia Yusein Hütze, ihr seht, er hat ganz schön viele Fragen. Oma, heute kommt die Erklärung des Tricks. Omi, Omi, heute kommt Mr. TrickSXLs neues Video. Ist mir schon klar, dass da OMG stehen sollte, aber ich find's trotzdem so witzig. AbdiDV Steel HD schreibt, ey, bist sehr cool, mir gefallen deine Videos. Läuft! Läuft! Street Magic BAZ fragt, Matthias, kann ich dich irgendwie außerhalb von YouTube persönlich kontaktieren? Ja, wie gesagt, ich habe halt eine Facebook-Seite. Das hat er jetzt in dem Fall gemacht, aber ich sag das jetzt nochmal für euch alle. Ich habe halt eine Facebook-Seite, über die könnt ihr euch gerne bei mir melden. Facebook, Twitter, ich habe Instagram und ich lege mir halt diesen Skype-Account an. Wie gesagt, wäre mir wirklich lieb, wenn ihr mir eben schreiben könntet, welche Social Media ihr am liebsten benutzt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gerne auch außerhalb von YouTube auffindbar, weil ich liebe einfach den Kontakt mit euch. Ohne Witz, ich feiere das einfach mega. Blizzard LP fragt, ist das nicht zu viel Stress? Zwei YouTube-Kanäle und die Ausbildung? Ja, es ist schon ein wenig Stress. Und zwar so viel Stress, dass ich meinen zweiten Kanal, also meinen Musikkanal, nur einmal in ein, zwei Monaten da überhaupt ein neues Video drauflade. Finde ich sehr schade, weil das eigentlich das ist, weswegen ich YouTube angefangen habe. Das ist auch eigentlich immer noch mein allergrößtes Hobby und ich sitze eigentlich noch viel hier im Studio und mache Musik, aber die Videos dazu zu drehen, ist für mich immer ein bisschen sehr aufwendig. Aber vor allem der Mr. TrickSXL Channel hier, ich liebe das einfach und das ist einfach sau der wichtige Teil von meinem Leben geworden. Und das ist für mich so ein großes Hobby und so eine große Leidenschaft. Ich bin da so leidenschaftlich dabei, dass ich da dann auch gerne auf andere Dinge verzichten könnte, die bei anderen Leuten einfach ganz wichtig zur Freizeit gehören. Beispielsweise habe ich seit Jahren den Fernseher nicht mehr angemacht. Ich schaue einfach kein Fernsehen, während andere Leute, keine Ahnung, 3 Stunden am Tag Fernseher gucken. Mache ich einfach nicht, sondern stattdessen verbringe ich die Zeit dann halt mit meinem YouTube-Channel und generell auf YouTube. Weil hier kann ich mir auch selber aussuchen, was ich gucke und wann ich es gucke und muss mich nicht nach irgendeinem Fernsehprogramm. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Es ist zwar stressig, aber der Stress ist es wert. Und falls ihr euch fragt, was meint ihr mit Ausbildung? Ich studiere Lebensmittelchemie. Wenn ihr wollt, kann ich da nochmal ein ganz eigenes Video für machen und da ein bisschen mehr drüber erzählen. Nur wenn ihr wollt. Blizzard LP fragt, magst du Züge? Ich mag Züge. Konrad Wohlgemut fragt, magst du Soletti? Das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich habe keine Ahnung, was Soletti sind. Ich muss jetzt eben erstmal googeln, um die Frage zu beantworten.
Salzstangen? Warum nicht einfach Salzstangen schreiben? Warum so Letti? Oh ja, nee, Salzstangen sind jetzt nicht so ganz mein Ding. Was Knabbern angeht, bin ich eher so der Chips-Typ. Max Massakamix fragt, in welcher Hinsicht unterstützt es dich, wenn ich dem Video einen Daumen hoch gebe? Das ist auch eine gute Frage, die kriege ich auch immer wieder mal. Ich sag euch immer wieder, gebt dem Video einen Daumen hoch, denn das würde mich sehr unterstützen, wenn es euch gefallen hat. Natürlich, ich zwinge niemanden dazu, irgendwas zu liken. Und ich will auch gar nicht danach betteln, weil es mich in dem Sinne unterstützt, die YouTube-Suchanfragen und auch die empfohlenen Videos rechts vom Video, welche Videos da in welcher Position landen, darüber entscheidet YouTube mit einem bestimmten Algorithmus. Und da ist es nun mal so, dass Videos, die mehr Daumen hoch haben, die mehr Kommentare haben, die mehr Klicks haben, eine höhere Priorität haben sozusagen, als Videos, die weniger haben. Und daher, wenn ein Video mehr Daumen hoch hat, landet es weiter oben in Suchanfragen und in ähnlichen Videos und so weiter. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und dadurch sorgt ihr dafür, dass meine Videos eventuell öfter gesehen werden können, von mehr Zuschauern besser gefunden werden können. Und dann wird unsere Community immer größer und größer. Das würde mir natürlich riesig helfen und mir riesig Spaß machen. Ich meine, ihr wisst schon, jeder YouTuber freut sich darüber, mehr und mehr Zuschauer zu haben. Das ist ja eigentlich so die Hauptmotivation, warum man auf YouTube seine Videos macht. Einfach, weil man es mit der Welt teilen will. Deswegen will mich das insofern unterstützen. Philipp Weiß schreibt JHJH. Toll. Jonathan Frenkle fragt, wie heißt das Lied beim Intro? Das ist das hier. Yeah! Und das heißt Blank von Disfidger. Ich packe euch das in die Videobeschreibung. Das ist ein Lied von No Copyright Sounds. Das heißt, das kann man sich einfach runterladen und lizenzfrei in seinen Videos benutzen und seine Videos dann auch kommerziell nutzen. Ich bin halt YouTube-Partner und kann dadurch ohne Lizenzprobleme richtig coole Musik unter meine Videos ballern. Aber die meiste Musik, die ihr in meinen Videos hört, das werde ich nämlich auch ganz oft gefragt, stammt aus der YouTube-Audio-Bibliothek, ist genauso lizenzfrei oder gibt es einfach eine riesig große Auswahl. Lukas Hader fragt, wie heißt du eigentlich? Gestatten? Matthias Berger. Ich habe am 31. März Geburtstag. Ey, das ist ja schon nächste Woche. Nächste Woche Dienstag werde ich 21. Ne, Leute, ich sag euch, ab dem 20. Geburtstag freut man sich nicht mehr über Geburtstage. 21, ich bin so alt. Außerdem fragt Lukas Hader, warum machst du Performance- und Auflösungsvideo nicht zusammen in einem Video? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte, wenn ich einen Trick performt habe, diese Spannung, die man dadurch aufbaut, dieses Verblüfftsein im Kopf des Zuschauers, das möchte ich aufrechterhalten. Deswegen kommt die Auflösung immer eine Woche nach meinem Performance-Video, damit meine treuesten Zuschauer, die sich die Videos wirklich jede Woche angucken, dass die eine Woche Zeit haben, zu rätseln und verblüfft zu sein und dass die dann richtig gespannt drauf sind, wie geht der Trick denn jetzt und dass die auch ihre eigene Kreativität benutzen und drüber nachdenken. Maxi King, alright, 505 sagt, grüß mich bitte. Nee, aber im Ernst, wäre voll cool. Hi Maxi King 505. Emin Itze schreibt, du klebst in deine Hand. Okay. Antwort darauf von Heinz Momper. Und du klebst in deiner Hand. Solche Kommentare zu lesen, ist einfach nur der Hammer, ey. Macht so übelst Spaß, ey. LT Magic sagt, nenn bitte meinen Namen in deinem Video. Habe ich gerade gemacht. Okay, Leute, ich wollte dieses Video diesmal kürzer halten und ich glaube, das ist wieder ewig lang geworden jetzt. Tut mir ja leid, aber ich liebe es einfach so sehr, eure Fragen zu beantworten. Das macht so viel Spaß. Wie findet ihr das? Soll ich einfach einmal im Monat so ein Frag Mr. TrixXL raushauen? Weil mir macht dieses Format unglaublich viel Spaß und bei den letzten zwei Folgen kamen von euch auch richtig coole Kommentare dazu, dass ich das wohl sehr gefallen hat. Ihr könnt es mich ja einfach in den Kommentaren wissen lassen. Und nicht vergessen, welche Social Media Plattform soll ich mir jetzt eher verstärkt aktiv zulegen, um mit euch besser kommunizieren zu können. Ich weiß gar nicht, was das soll mit der Gestik. Dankeschön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Es hat mir riesig Spaß gemacht heute mal wieder. Danke für eure Kommentare. Ihr seid echt die coolste Community auf YouTube. Das darf ich ganz ernst behaupten. Das kann ich guten Gewissens behaupten, ohne das Gefühl zu haben, zu lügen. Hinterlasst mir gerne immer weitere Kommentare, auch gerne mit Fragen. Für die nächste Folge Frag Mr. TrixXL, denke ich, werde ich dann auch nochmal, abgesehen von den Fragen, die ihr mir sowieso auf YouTube stellt, einen Aufruf auf der entsprechenden Social-Media-Plattform machen. Und dann könnt ihr mir nochmal ganz explizit Fragen stellen. Müssen nicht immer ernst gemeint sein. Dürfen natürlich auch doofe Fragen sein, weil dadurch wird das Video natürlich lustiger. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wie gesagt, darfst du mir gerne einen Daumen nach oben geben, nur wenn es dir gefallen hat und du mich unterstützen möchtest. Dann würdest du mir damit einen sehr großen Gefallen tun. Wenn nicht, ist es dir freigestellt, einen Daumen runter zu geben, aber die sieht natürlich keiner gerne. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Und ich glaube, diesmal sollte ich mir echt mal was Neues einfallen lassen für einen Explosionsabgang, weil das ist eigentlich immer derselbe Gag. Jetzt explodiert das hier, aber dann explodiert das und dann sage ich, ich will keine Explosion und dann explodiert es trotzdem. Ist doch langweilig. Nein, das war jetzt total doof. Ich will mir was Besseres einfallen lassen. Das sind alle Hater. Und die Hater werden... War das ein cooler Explosionsabgang? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.